Deswegen ist es auch so aufwendig, ein Motorrad sauber zu halten. Also muss ich echt sagen, das ist echt Aufwand. Seht ihr, das ist schon okay. Also weniger Kettenspiel würde ich jetzt nicht machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das sollte auch sechs sein. Eins, zwei, drei, vier. Oh! Was ist denn das? Das ist bei der Bremse drüben, das müssen wir anschauen. Heute bereiten wir mal mein Motorrad vor für die Rennstrecke. Das trifft sich jetzt ganz gut. Das heißt, das Video ist jetzt spontan, weil ich sowieso alles vorbereiten muss. Wir gehen nächste Woche nach Misano, nach Rijeka. Das Motorrad war bei vielen Instruktionseinsätzen etc. Und jetzt muss ich wieder mal eine komplette Durchsicht machen. Ich mache immer so unterschiedliche Durchsichten. Manche ist größer, manche kleiner und so weiter. Jetzt haben wir folgenden Stand. Der Ölwechsel ist circa ein Event alt. Das heißt, das können wir noch drin lassen. Man sieht jetzt auch hier, das Öl ist noch schön grün, das Motul, das 300V, 1550, ist im Übrigen auch das gleiche wie das Yamalube von Yamaha, das ist nur nicht grün, sondern bräunlicher, aber das gleiche Öl. Das mache ich so alle zwei Events, das ist jetzt ein Event alt, das habe ich beim letzten Event direkt vor Ort gewechselt. Ich habe jetzt das Motorrad gerade gewaschen, mit dem Gartenschlauch einfach mal durchwaschen, nicht so nah an den Dichtungen hin, aber dass der grobe Dreck und Staub und so weiter mal aus den Ritzen rausgeht. So, dann nehme ich hauptsächlich mal den Bug runter, um mal hier zu sehen, ob da eventuell irgendwie was ist, Leckagen etc., ob da irgendwie Dreck drin ist oder irgendwas, was wir halt nicht sehen wollen. So, jetzt habe ich mein Lieblingsimbus verloren. Nehmen wir halt einen anderen. Das ist immer ganz, ganz, ganz wichtig, einfach mal, um hier eine komplette Durchsicht zu machen. Um mal zu schauen, auch mal mit der Lampe reinzuleuchten, hier beim Ölfilter, bei den Ölleitungen, bei den Wasserleitungen, Zylinderkopf, ist da irgendwo was ölig, ist da irgendwo was dreckig und so weiter und so fort. Das ist immer ganz, ganz unschön, wenn da irgendwas wäre. Aber das sieht man halt am besten, wenn der Bug unten ist. Deswegen nehme ich den immer standardmäßig, wenn ich das Motorrad sauber mache, einfach mal runter. Da kann man mal überhaupt nichts verkehrt machen, das dauert zwei Sekunden. So, was ich überhaupt nicht mag und was ich für einen Dreck, für eine Art und Weise, also, schmutztechnisch nicht mag, ist hier beim Kettenrad vorne, da kannst du mal hinfilmen auf das Kettenrad, da ist immer viel Dreck, da sammelt sich einiges an, was da an Kettenfett und so weiter rauskommt. Das werde ich jetzt gleich mal wegmachen, weil das stört mich nämlich irrsinnig. Dingens aushängen. Weil das ist einfach, wenn ich was nicht mag, dann ist es ein dreckiges Motorrad. Deswegen mache ich das immer einmal hier raus und mache das einfach dann dementsprechend sauber. Was ich auch empfehlen kann, ist hier so eine Edelstahlwanne unter das Motorrad zu packen für solche Fälle. Gibt es auf Amazon, verlinke ich in der Beschreibung. Ist echt eine geile Sache. Ist nicht ganz günstig, ich glaube, der kostet 50 Euro oder so. Aber ist halt echt schön und sauber, weil halt alles einfach, kannst halt alles einfach unten reinfallen lassen, egal ob Werkzeuge oder Schrauben. Und es geht nichts verloren. So, und dann packe ich den hier raus. Und das ist eigentlich der Schutz, der ist ja eben dafür da, dass da quasi nicht so viel Dreck auf dem Motorgehäuse landet. Und den tue ich jetzt erstmal grob sauber machen. Da ist die ganze Kettenfett-Sache drauf. Ne? Richtig schön lecker. Und dann gehe ich kurz an die Reinigungsmaschine und mache das ein bisschen genauer. Das sind einfach so Kleinigkeiten, die aber,
wiederum einfach, man würde da jetzt sehen, falls da irgendwie was dort wäre, irgendwelche Späne etc., kann man auch den Verschleiß von der Kette ein bisschen besser beurteilen. So, dann schauen wir hier, da ist eigentlich sonst, das ist das Schöne bei dem Schutz, weil dann eigentlich sonst kaum irgendwie was dreckig wird. So Motorgehäuse, das ist hier alles sauber, aber das kann man sich jetzt einfach mal schön nochmal durchputzen. So, auch hier in der Schwinge drin ist natürlich dementsprechend Dreck. Dann nehme ich jetzt mal ein Blautuch und dann wieder meine schönen weißen Tücher so dreckig machen. Das sammelt sich natürlich immer das Kettenfett ab. Kette habe ich natürlich auch schon gereinigt beim Waschen. Das bietet sich an, wenn man da einen Kettenreiniger hernimmt und das Motorrad wäscht und dann mit dem Kettenreiniger und mit einer Bürste vernünftig die Kette sauber macht. Und dann vor allem den Abrieb vom Waschen gleich mit dem Wasser runterwäscht. Weil dann sammelt sich das nicht auf der Schwinge oder so. So, was ich für solche Fälle immer gern hernehme, ist ein bisschen WD-40. Also nicht auf die Kette, bitte nicht. Aber hier drinnen, wo das Kettenfett eben drin war am Rahmen, da kann man das schön mit WD-40 ein bisschen sauber machen, dann geht richtig was runter, damit hier einfach der Rahmen wieder dementsprechend sauber ist. Das gehört für mich einfach dazu. Genauso hier beim Schaltgestänge sammelt sich es auch immer ein bisschen an. So, die Kettenfettüberreste, die verteilen sich natürlich überall so ein bisschen auf der Umlenkung, am Federbein unten, auf der Schwinge. Sind überall dran. Der Vorteil ist halt da wirklich, wenn man gleich aus diesem Bereich hier sich das alles ein bisschen anschaut und alles durchs Putzen ein bisschen in der Hand gehabt hat, dann würde man auch sofort erkennen, falls irgendwo was locker ist, falls irgendwo was gebrochen ist, falls irgendwas nicht stimmt, ein Riss ist. Wichtig ist, dass wenn es mit WD-40, das geht super, da geht der ganze Rotz weg, also dieser ganze Pickup. Ihr müsst aber aufpassen, ihr dürft auf keinen Fall an Motordichtungen, so wie zum Beispiel hier zwischen Ölwanne und Motorblock, da ist Dichtung drin, oder hier zwischen dem Motorgehäuse, da dürft ihr auf keinen Fall mit WD-40 hinkommen, weil das löst euch eure Dichtungen auf und dann könnt ihr die schön rausziehen und irgendwann ist es nicht mehr dicht. Von dem her, deswegen vorsichtig mit WD-40. So, dann bietet sich immer ganz gut an, dass man so Sachen, die sich ein bisschen drehen und bewegen, ein bisschen einschmiert. So zum Beispiel hier diese Uniball-Gelenke von dem Schaltgestänge und dem Blipper. Speziell wenn man es rausgewaschen hat, schadet das zum Beispiel nicht. So, das wäre das zum einen. Soweit habe ich das jetzt eigentlich alles angeschaut. Das schaut jetzt alles gut aus. Dann muss ich auf jeden Fall noch die Reifen rausnehmen, weil die Reifen, die da drauf sind, die sind mega fertig. Was ich immer und immer mache, die Bremse. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so alle zwei Events muss ich die Bremsflüssigkeit wechseln bzw. zumindest entlüften. Beim Entlüften pumpe ich so viel durch, dass eigentlich die Bremsflüssigkeit gewechselt ist. Einfach aus dem Grund, weil ich merke, dass wenn neue Flüssigkeit drin ist, das System komplett neu befüllt ist. Der Bremsdruck perfekt ist und dann fängt er langsam an zu wandern. Und ich muss sagen, ich bin da echt ein bisschen leidgetragen, weil ich immer eine wandernde Bremse habe, egal bei welchem Motorrad.
und das geht mir tierisch auf den Keks. Deswegen mache ich die Bremsflüssigkeit sehr, sehr oft. Vergewissere mich natürlich vorher, dass die Bremsbeläge noch gut sind. Und dann gucke ich halt von vorne da rein. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann am Video, aber die sind noch so drei Viertel ungefähr. Die habe ich das letzte Mal auf der Rennstrecke direkt am letzten Event erst getauscht, weil da waren sie unten. Ja, da rentiert sich das neu befüllen noch. Wenn jetzt die schon auf Anschlag runter wären, dann würde das keinen Sinn machen, sondern dann würde ich jetzt erst neue Bremsbeläge verbauen. So, wie mache ich das? Also die Bremsflüssigkeit ist nicht wirklich alt, aber ich befülle die jetzt einfach neu bis oben hin und pumpe das durch. Also ich drücke jetzt die Bremse und mache jetzt erst auf. Zack. Und mache wieder zu, bevor ich den Bremshebel loslasse. Zack. Und wieder anders. Zwischenzeitlich, zwischendrin noch mal kurz aufpumpen, bevor ich wieder aufmache. Was ich jetzt auch noch mache, ich kontrolliere ich eigentlich immer die Gabel in Form von Federvorspannung, Zug und Druckstufe, weil manchmal ist die Federvorspannung so gemein und verdreht sich. Deswegen zähle ich einfach nochmal nach. 1, 2, 3, 4, 5. 6, das sollte auch 6 sein. 1, 2, 3, 4. Oh, das waren nur 4. Unglaublich, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann hatte ich die um 2 Umdrehungen aufgedreht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passiert öfters. Deswegen nachkontrollieren. Man kann es auch markieren. Das Problem ist, beim Markieren sehe ich nicht, wie viele Umdrehungen das sind, sondern ich sehe nur, dass es sich bewegt hat. Aber das ist eine Hilfestellung dafür. Aber ich würde es trotzdem einfach nachkontrollieren, weil wenn es ein bisschen wegsteht von der Markierung und du drehst sie einfach nur da wieder hin, dann kann es sein, dass aber vielleicht 2 Umdrehungen wie in dem Fall, also beide 6 gewesen sein, waren aber nur 6 und 4. Genauso wie mit der Dämpfung. Hopp. Rechte Seite ist immer, vorausgesetzt man hat irgendwie eine Cartridge oder sowas drin, Zugstufe ist immer rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 Klicks waren offen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Das passt. Das war auch das, was ich eingestellt habe. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Zusätzlich zu dem Ganzen muss man natürlich auch das Motorrad mal anstarten. Nicht unbedingt, um komplett heiß werden zu lassen, aber um zu sehen, ob denn die Batterie überhaupt funktioniert. Weil die Batterie kann auch mal kaputt gehen. Ist eigentlich ein Klassiker. Auf der Rennstrecke stehen, Motorrad springt nicht an. Natürlich toll. Kaputte Batterie. Sondern die wird jetzt ein bisschen rauchen, weil ich habe sie gewaschen gehabt und im Kühler ist wahrscheinlich Wasser drin. Also nicht drin, sondern dran.
So, mehr brauche ich jetzt einmal nicht. Ich lasse später noch draußen warm laufen. Sonst habe ich hier drin, kriegen wir dann, vernebelt uns die Sinne. Dann stinkt es hier drin 3 Tage noch Abgasen. So, das ist auch schön. So, da kommt auf jeden Fall jetzt der Reifen raus. Vorderrad, Hinterrad, weil die sind beide am Ende. Man sieht es, da ist so gut wie überhaupt nichts mehr drauf. Bevor ich aber das mache, tue ich noch die Kette schmieren, weil ich nach dem Kettereinigen noch nicht geschmiert habe. Und dann, wenn ich den Reifen wieder einbaue, nach dem Reifenwechseln, auch das Kettenspiel machen. Es ist für den einen oder anderen jetzt erschreckend, muss aber dazu sagen, wir fahren relativ viel Kettenspiel, um einfach viel genug Bewegungsfreiheit in der Schwinge zu haben. Also lieber, das Motto lautet lieber ein bisschen zu viel Kettenspiel wie zu wenig. Das ist jetzt ein bisschen zu viel. Ich bin ein bisschen gespannt. Nicht viel, minimal. Was ist denn das? Das ist bei der Bremse drüben, das müssen wir anschauen. Gucken wir mal, was mit der Bremse los ist. Bremsscheibe schaut scheiße aus. So, das sieht jetzt so aus, als wenn da auf dem Bremsbelag irgendwas drauf wäre, was nichts mit der Bremse zu tun hat. Was vielleicht das Quietschen verursacht hat. Das sieht eher so aus wie Gummi vom Reifen. So ein Pickup-Teil, das sich da vielleicht durch die Bremse durchgezogen hat. Und das macht auch so ein komisches Bild auf die Bremsscheibe. Vielleicht ist es da auch immer angelegen leicht. Das versuchen wir jetzt mal runter zu schleifen mit einem Schleifpapier. Der Belag ist noch viel genug drauf. So, jetzt zeig mir mal, was da los ist. So, dann ziehe ich da mal da durch. Dann baue ich mal den Reifen nochmal ein, ohne jetzt einen neuen Reifen aufzumontieren. Einfach mal, um zu sehen, ob das jetzt noch so komisch quietscht oder nicht. Flup. Zack. Und man sieht da. Und jetzt drücke ich die Bremse. Kein Quietschen mehr. Okaychen. Ich habe jetzt gerade festgestellt, dass ich keine brauchbaren Reifen mehr habe. Ich wusste, ich habe keine neuen mehr, aber ich dachte, ich habe vielleicht noch bessere gebrauchte. Momentan haben die Hersteller ja Lieferprobleme. Das heißt, ich muss jetzt auf der Rennstrecke ummontieren, kann jetzt aber zumindest oder sollte jetzt zumindest schon mal mein Kettenspiel so ein bisschen einstellen, damit ich hier nicht unbedingt dann an der Rennstrecke noch einen Stress habe oder zumindest den Stress noch so gut wie es geht irgendwie minimieren kann. Ganz wegkriegen tun wir den jetzt sowieso nicht mehr, weil Reifen montieren, vor allem wenn man spät abends ankommt, und das werden wir in Misano, das ist nie so angenehm. Aber naja, ist wie es ist. Ein bisschen was geben wir ihm noch. Wichtig, immer beidseitig. Dann brauchen wir es nicht immer nicht gleich nachmessen. So, seht ihr, das ist schon okay. Also weniger Kettenspiel würde ich jetzt nicht machen. So, dann ziehen wir die Achse mal an. Ziehen wir in dem Fall mit 90 Newtonmeter an.
neuere Schnellverschlüsse von Yard zieht man mit viel mehr an. Das ist das Gute, dass das bei der alten noch relativ human ist. Ich glaube, die neuen zieht man mit 160 Newtonmeter oder so an. Das ist echt extrem. Das tut schon fast weh im Gefühl, ne? Im Herz. Bremse. Ah, dann klingt das auch wieder schön, ne? Kein Quietschen mehr. Kette klingt wieder schön. Kettenspiel ist gut. Die Konterung von der, vom Kettenspanner noch festmachen. Das ist ja ein richtig geiles System hier von Yard. Das ist zwar das alte, aber mir ist das lieber als das neue. Könnte aber auch eine Gewöhnungssache sein. Okay. Gut. So. Dann habe ich noch hier was mich stört. Und zwar ich muss jetzt hier schnell die Heckverkleidung runternehmen. Warum? Seht ihr gleich. Und dann brauche ich einen Staubsauger. Wahrscheinlich. Immer hier diese schwarzen Pickup-Dinger. Ich habe schon ein paar rausgekehrt. Die sind übelst nervig. Hier kleben auch noch welche. Die sehe ich quasi direkt von hinten. Wenn ich da reinschaue, hier auch. Und die hast du halt im ganzen Motorrad, ne? Also an alle Nicht-Rennstreckenfahrer. Das ist Gummi-Pickup, der sich von der Strecke aufsammelt, von sämtlichen Reifen, die drauf rumfahren. Ja, und so weiter. So, das bietet sich jetzt hier mal gut an. Hier ist nämlich auch, wenn man hier ein bisschen im Licht schaut, Christoph, schau mal, ob du das mit der Kamera einfahren kannst, diese ganze Pickup-Sache hier. Das Motorrad ist zwar gewaschen, aber man sieht hier lauter so schwarze Flecken. Das ist alles Gummiabrieb, sogenanntes Pickup, sage ich immer. Und es bietet sich jetzt auch an, das mal einfach sauber zu machen. Geht am besten mit WD-40. Ist auch eine kleine Wachsschicht dann mehr oder weniger da drauf. Somit hält sich der Dreck beim nächsten Mal nicht mehr so stark. Aber da kann man selbst mit Schwamm und Lappen alles sauber waschen. Mit normalem Shampoo geht dieser Dreck absolut nicht runter. Jetzt mal so eine Carbonverkleidung, die ist zwar nicht gerade günstig, aber die passt halt echt wie die Faust aufs Auge. Die passt halt wirklich fast perfekt, ne? Also Rennverkleidungen ist halt immer so ein Thema. Das wird nie so sitzen oder auch nicht so aussehen wie eine Serienverkleidung. Das geht einfach nicht, vom Gewicht her schon nicht. Aber wenn es dann einigermaßen hochwertig ist, so wie die, dann ist halt echt geil, weil da passen die Löcher, da wackelt nichts, da quietscht nichts. Das sitzt halt einfach, ne? Und das macht halt schon Spaß. Ich habe jetzt schon ein paar Kundenmotorräder hier gemacht, bezüglich Fahrwerk und so, wo natürlich auch Rennverkleidungen drauf waren, was du im Zweifel auch mal runternehmen musst, wegen Federbein oder Gabel oder so. Ja. Da habe ich schon Verkleidungen gesehen. Klar, man will ein bisschen Geld sparen und so. Es ist nur die Frage, inwiefern man wirklich Geld spart, wenn die Verkleidung dann bei dem kleinsten Kiesbettrutscher schon im Arsch ist. Wenn wir mal hier rechts rüber schauen, ich bin mit der Verkleidung schon gelegen. Und das Einzige, was man sieht, war hier. Jetzt habe ich ein bisschen mit Tape überklebt. Und hier sind noch ein paar Kratzer. Und das war es im Endeffekt. Und hier auch noch ein bisschen. Und das Motorrad ist aber am Boden gelegen. Ja. Und das ist mit der Verkleidung passiert. Also sieht man mal, hochwertige Verkleidung ist halt echt ein Vorteil für mal einen Crash oder so. Was irgendwann, früher oder später, auf der Rennstrecke passieren wird. Es ist nämlich nicht die Frage, ob, sondern lediglich, wann.
Also es wird passieren, ob man will oder nicht. Man wird irgendwann mal liegen. Bei dem einen dauert es länger, bis es passiert. Bei dem anderen geht es schneller. Das ist nicht zu pauschalisieren. So, wenn man irgendwelche Aufkleber draufklebt, dann ist es keine gute Idee, mit WD-40 zu putzen, weil dann wird der Aufkleber vermutlich nicht halten. So viel dazu. Ich habe zwei Sponsoren, die nicht das Video sponsern, aber meinen Einsatz in der IDM als Datamann für den Leon Langstädtler. Das ist die Bärenpranke von Diopatio und natürlich High Energy. Die beiden sponsern diesen Einsatz in der IDM, wo ich quasi fürs F73-Team arbeite und tätig bin. Also, folgender Stand der Dinge. Ich habe keine Reifen, aber ich muss sagen, okay, Öl ist gewechselt, das Motorrad ist sauber, so gut wie, die Sponsorenaufkleber sind drauf, das Fahrwerk ist durchgecheckt, Motor muss noch warm laufen lassen werden, richtig warm laufen lassen, damit man sieht, ob irgendwas undicht ist. Das mache ich gleich noch. Draußen, nicht herin, sonst stinkt die ganze Bude. Und ja, dann ab damit den Sprinter und ab nach Misano, würde ich sagen. Habe ja ein gutes Gefühl, Moped schaut top hier aus. Hinterradbremse habe ich gefixt, das war easy. Draußen warm laufen lassen. Ich lasse erst einmal so auf 85 Grad hoch oder kurz vor 85 und dann, wenn du ein paar Gasstöße gibst, dann geht sie eigentlich eh wieder mit der Temperatur wieder runter, weil dann die Wasserpumpe mit mehr Drehzahl quasi das kältere Wasser vom Kühler wieder durchkommt. Es ist immer wichtig, dass sie dann auch wirklich richtig warm ist. Vor allem vor dem Stint ist eigentlich sehr wichtig. Das läuft die Scheibe ein bisschen an, weil der Wasserdampf vom Kühler raufkommt. Auf 85 Grad raufheizen, schön durchtemperiert. Dann kann ich in einer Viertelstunde nochmal schauen, ob alles dicht ist. Wenn alles dicht ist, kommt unten der Bug rauf. Ab dann mit dem Sprinter und runter nach Misano. Also ich hoffe, das war ein bisschen so interessant. So ein kleiner Einblick in das, was ich so mache, bevor ich losfahre auf die Rennstrecke. Wenn euch noch was einfällt, was ihr alles so macht oder was ich vergessen habe, schimpft es mich nicht so stark, falls ich was vergessen habe. Aber ihr dürft es natürlich reinschreiben in die Kommentare. Gebt mir gerne einen Daumen hoch für das Video. Abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also, ich hoffe, wir sehen uns in Misano. Ich glaube wohl eher nicht. Die meisten wird es zu heiß, aber es wird echt geil. Bis dann. Ciao.